Total recht herzlich willkommen. Ich bin Online-Politiker, freier Wähler, freier Politiker, ja, politisch, politisch angehaucht. Aber online, ja, ein Online-Politiker. Viele sagen, was ist das denn? Weil die kennen ja nur real. Online ist ja klar, seit 1995 nach der CeBIT ist nun durch Smartphone, durch Laptops, durch den Computer selbst, wir jetzt heute hier in der Industrie 4.0. Die Industrie 4.0 ist halt noch nicht so ausgereift. Wenn man nach hinter mir schaut, Fernsehen stirbt auch durch DVB-T2 und darum geht's. Als Politiker suche ich die Freiheit. Als Politiker möchte ich die Adenauer-Ära zurückhaben. Die Adenauer-Ära 60, 80er Jahre. Wenn man viele Bürger fragt, welches Jahr hättet ihr gerne oder welche Zeitepoche hättet ihr gerne zurück? Viele sagen 80er Jahre. Warum nicht gleich 60 bis 90er Jahre zurückholen? Im Industrie 4.0, im Zeitalter von Smartphone, im Zeitalter von Industrie 4.0. Die herkömmlichen Politiker, Realpolitiker, studierte Politiker, Rechtsanwälte, ganz weit oben, Frau Merkel besonders ganz weit oben. Nun, wenn man sich das hier so anschaut, online, habe ich nun wirklich die Lust, richtig Politik zu machen, freie Politik zu machen, natürlich nur in dieser Stadt. Denn in dieser Stadt lebe ich. Und in dieser Stadt, ich schaue mal, ob ich es von hier aus aktivieren kann, hinter mir, damit ihr ein bisschen seht, worüber ich überhaupt sprechen möchte. Ich möchte über meine Stadt sprechen, die jetzt eine grüne Hauptstadt geworden ist. Eine grüne Hauptstadt geworden ist. Ich schaue mal, ob ich hier den jungen Mann ausschalte und dann hinter mir einschalte. Nein, geht von diesem Modus hier nicht. Also ich gehe jetzt von diesem Modus aus, damit hinten eingeschaltet wird, damit jeder weiß, was Industrie 4.0 darstellt. Industrie 4.0 ist nun mal die modernste Technik, mit der wir arbeiten, mit der wir arbeiten können, mit der wir was bewegen können. Wichtig ist aber die Freiheit. Die Freiheit der einfachen, der eigenen Entscheidung. Mittlerweile kann man sich nicht frei entscheiden. Ja? So, wir gehen hier mal in die Politik rein, schauen uns an, was uns die modernste Elektronik zeigt. Die modernste Elektronik zeigt uns alles. Ich kann rein, ich übermittle es und hinter mir müsste einer der ersten freien Parteien kommen, wenn eingeschaltet in wenigen Sekunden ist. Jawohl. Ist da. So, ich zeige euch heute mal die Stadt. Die Stadt Essen, die jetzt eine grüne Stadt geworden ist, die vorher, ja, 2010, die Kulturhauptstadt. Weit über vieles an Gelder sind dort geflossen, um aus dieser Stadt eine Stadt zu machen, die sich dann Kulturhauptstadt nennt. Wie viel jetzt geflossen? Die sind kräftig dabei, die Stadt Essen jetzt als die grüne Stadt zu verkaufen. Die grüne Stadt soll jetzt uns verkauft werden. Was ihr jetzt hier hinter mir seht, das ist das Unperfekthaus, weil hier plötzlich, viele haben ja online gesehen und haben auch Zeitungen gelesen und viele kommen ja. Recht herzlich sind alle meine Kunden hier willkommen, sich diesen Beitrag anzuschauen, sich die Zeit zu nehmen. Ich versuche es auch ziemlich interessant zu gestalten, damit, wie lange es jetzt auch dauern mag, nicht zu lange sagen wir mal, lästig ist oder langweilig wird. Ich versuch's, ja? Als Politiker hat man zu schwatzen, als Politiker hat man zu erzählen, aber als Online-Politiker, der seit 10 Jahren online ist, als Online-Bürger, der auch verweilt jetzt leider bei Facebook oder als YouTuber genannt, wir waren Zemmeloder, an dem Weg Hannelore Kraft, SPD, sie weiß noch ganz genau, was Zemmelot war, und jetzt auch ein YouTuber ist, und leider der SPD angehört. Ich bin ein Freier, ich möchte gar keinem angehören. Ich möchte an sich so eine Art bürgerliche Politik. Politik von Bürgern, aber nicht als Bürgerwehr. Ich möchte das total ausblenden, das Braun, das Gelb, das Grün, das Magenta, wie die Politiker sich alle so nennen. Ja, ich möchte auch keine drei Buchstaben wie AfD oder keine Ahnung, DKP oder NPD, keine Ahnung, will ich auch nicht. Was will ich denn? Als Politiker hat man Ideen, als Politiker möchte man was umsetzen, als Politiker möchte man den Leuten Gutes tun,
Indem man, oder klappt nicht. Es klappt irgendwie nicht. Wir sind ja heute in der sogenannten Self-Generation. Ja? Ich sitze jetzt hier, mache Self, oder ich sitze jetzt hier und mache es live. Ja? Ich könnte jetzt bei Live Facebook hier was sprechen, aber ich möchte es nicht. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin, was ich bin, und viele Kunden wissen es, sind ja auch täglich da, aber sie wissen nicht, dass ich auch Politiker bin. Ja? Ich war gestern im Sozialgericht Duisburg. Und hat mich es, ich habe mir das alles nochmal so angeguckt, die Richter und das alles, und musste leider feststellen, dass die Stadt Essen wurde beklagt von einer Klägerin, weil die Stadt Essen einen Umzug nicht bezahlen wollte. So, die Stadt Essen ist pleite, Frau Hannelore Kraft hat 10,4 Milliarden Schulden angehäuft mit ihren Grünen. Das müssen nicht nur Firmen, das müssen auch die Stadt erst selbst irgendwie auf den... Ja, die muss, also Rathaus, wenn man sich da hinsetzt und mit den Leuten spricht, das Geld muss ja irgendwie herkommen. So, wir haben jetzt nicht nur das Problem, ich weiß jetzt nicht, ich sehe hier was anderes wie dort. Ja, genau, der junge Mann da steht und hat was dagegen, dass es eine Bürgerwehr gibt. Wie gesagt, das Unperfekthaus wurde dann sofort angegriffen, weil, ja, ihr seht da die Fahnen und so weiter. Es war ja auch richtig was los zu dem Zeitpunkt. Das war heute vor einer Woche. Heute vor einer Woche wurde der Limbecker Platz augenscheinlich angegriffen. Augenscheinlich hatten wir auch super Wetter. Augenscheinlich waren 24 Stunden alle Geschäfte geschlossen am Limbecker Platz. Was da alles so wirklich passiert ist, weiß ich persönlich auch nicht mehr so genau, weil ich bin ja auch angewiesen, dass WDR berichtet, dass die lokale Presse berichtet. Alle haben berichtet. So, ich berichte jetzt über einen Parteilosen. Der nennt sich der Parteilose. Schön. Wenn man parteilos ist, sollte man auch einen Namen haben. Ich habe einen Namen, Avia Movi, ich bin der Medienkanzler, ich bin online bekannt, bin eine öffentliche Person, habe schon vieles gemacht und vieles darf ich ja auch nicht zeigen, weil es ja nun mal vom Kunden ist. Aber mich dürft ihr sehen und ich möchte auch frei sprechen und ich möchte auch darauf hin verweisen, dass es Zeit wird. Es wird Zeit, eine Politik, eine neue Politik. Es wird Zeit, eine neue Ausrichtung. Wir müssen das mal von hinten aufzäumen. Wir wissen, Deutschland, Einigkeit, Recht, Freiheit, muss ich keinem erklären. Das Grundgesetz muss ich keinem erklären. Ich muss ihm an sich gar nichts erklären. Warum? Ich bin 55 plus, meine lieben Freunde. 55 plus, wisst ihr, das ist mir sowas von egal, wie die Welt abkackt. Ja, wo die Welt hingeht. Das ist mir sowas von Latte. Ich bin 55 plus. Ja, ich brauche das alle nicht mehr. Ja, wenn es runter geht, geht es runter. Ende. Kann ich auch nicht ändern. Ja, aber ich kann ja wenigstens vorher, bevor ich so alt werde, worauf ich jetzt hinaus will, genau, wenn ich nämlich genauso alt werde wie Herr Adenauer, und da möchte ich zurück. Ich möchte in die Ära zurück, Adenauer, Ära. Vorsicht, alle schreien sofort, ich sagte Ära, ich sagte nicht DDR, ich sagte nicht BRD. Ja, Ära, immer global sehen, immer drüber gucken und nicht differenzieren. Wenn ich sage, ich möchte frei sein, auch frei sein, ne? Ja, wenn ich sage, rechts, boah, 33, 45, Hitler, nee, Leute, seht doch endlich mal, Freiheit. Freiheit im Wort, Freiheit im Aussehen, Freiheit im Machen, Freiheit im Tun. So, gehen wir nochmal hinten rum. Zuerst kommt die Freiheit der Bürger. Wir sind bunt, wir sind total bunt. Die Frauen rauf, runter, links rum, rechts rum, mit oder ohne Tattoo. Blond, brünett, schwarzhaarig, egal, mit oder ohne Verstand, bei dem Mann genauso. Okay? So, meiner, ich trage offen, ich habe Cabriolet, ich muss halt aufpassen, mir keine Kopfentzündungen zu beholen, weil ich immer offen trage, auch im Winter. Ne? Spaß muss sein. Auch Politiker sollten Spaß betreiben. Die Sache ist doch so, wir lachen über Heute Show. Wenn man sich die Heute Show mal genauer anschaut, so lustig ist die gar nicht. Besonders danach die Sketch-Shows da. Worauf will ich hinaus? Fernsehen. Genau. Das Fernsehen ist keine Unterhaltung mehr, ist kein Flächenbrand mehr. Wir sitzen nicht mehr davor, alle Mann, und diskutieren dann. Nein, wir sitzen hier vor der neuesten Elektronik. Wir sitzen hier mit der Einspeisung. Wie gesagt, ich kann es mal bunter machen. Wir haben nämlich hier ziemlich hohe Kriminalität. Auf der Allendauer zum Beispiel geht es richtig rund. Und wenn der WDR darüber berichtet, muss man meistens gucken, was man da sagen sollte. Ich kann jetzt mal eben gucken, ob ich den kriege. Ne? Ich gehe jetzt aber einfach mal rein. Meine Stadt damals, wo ich jetzt hin wollte. Meine Stadt damals, wie alles angefangen, so in den 60ern, das war ein Flair.
Wir hatten Flair. Diese Stadt hatte ein Flair. Sie war zwar nicht so weltbekannt wie jetzt Stadt Köln, Hannover, Frankfurt und so weiter. Hinter mir hoffe ich, läuft. Also wie gesagt, meine Stadt. Die Stadt Essen. Ich bin politisch angehaucht. Ich will aber nicht in irgendeine Partei. Ich war aber. Deswegen kenne ich Frau Hannelore Kraft sehr gut, aber SPD liegt mir nicht, die CDU liegt mir nicht, die Partei liegt mir nicht, vor allem die Partei überhaupt nicht, die liegt mir überhaupt nicht. Die Piraten auch nicht, AfD auch nicht, also gar keine. Also brauche ich eine neue. Ich bin kein Jammerlappen, ich habe keinen Bock zu jammern. Ich bin der Typ, der sagt, ich mache, dann mache ich jetzt. Und dass ich dann ein Echo bekomme, ist klar. Wie gestern, wie gesagt, im Sozialgericht, wo eine Person den Umzug erstreiten wollte, wo sich nachher herausstellte, dass nur ein Vergleich angeboten wurde, weil käme ein Urteil, könnte ja jeder auf dieses Urteil zugreifen. Ja, an alle, die jetzt zuhören, an alle, die jetzt wirklich zuhören und an alle, die jetzt Interesse haben zuzuhören, die Ahnung haben von der allerneuesten Technik, die wissen, dass wir nur noch abgezockt werden, die wissen, dass Geiz ist geil. Turbo-Generation, Turbo-Fress-Generation, Turbo-Kapitalismus, purer Kapitalismus. Kapitalismus, ach, das hört schon gar nicht mehr auf mit dem Kapital sein. Wir brauchen Freiheit. Wir brauchen Freiheit. Wir müssen wieder Denker haben. Wir müssen wieder junge Menschen haben, denen wir auch zuhören, aber auch umgekehrt. Wir brauchen auch wieder alte Menschen, so wie Adenauer, wo wir zuhören, was will er uns denn da erzählen? Ich bin nicht alt genug, bin 55 plus und ich kann euch nur sagen, wie die Zeit stillstand, die Zeit null hier in der Stadt Essen. Wir hatten Dunkeldeutschland, wir hatten wirklich Dunkeldeutschland. Ja, also wir hatten echtes Dunkeldeutschland. 33 bis 45 war die Stadt Essen so dunkel, da war schon kein Braun mehr, war schon schwarzbraun. Bis München-Gladbach, um das mal klarzustellen. So, heute sind wir frei, wir sind offen, wir sind eine freie Stadt, wir sind eine Optionskommune, wir sind die einzige Optionskommune, ja, wo der Bürgermeister das Sagen hat. So, ich habe jetzt, wie gesagt, den Freien mal angeschrieben, nennt sich KHW der Parteilose, keine Ahnung, KHW, also wenn, ich stehe dazu, Aviamovi, Film, Fotoproduktion, Sondersender, NRW-TV, Ultra-DTV, ihr könnt jeden Tag bei uns reinkommen, Medienhaus, Copyhaus, wir können aber auch sprechen, etc. und pp. Ich habe natürlich auch Beiträge gemacht. Ich habe auch Beiträge gemacht über so manches. Und weil ich auch so manches nicht zeigen darf, bedingt dadurch, da das ja Produktionen anderer sind, Produktion WDR, Sat.1, Filmpool, da, aber ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Also, Politik. Wir sind verdrossen, wir hören uns das tagtäglich an, wir haben uns gestern auch wieder angeschaut, wie Frau Merkel verschaukelt wurde bei Herrn Trump. Ich mag Herrn Trump, weil ich das gut finde, ich stehe dazu, weil das ist kein Politiker in dem Sinne, das ist ein wirtschaftlicher Boss, ein wirtschaftlicher Milliardär und macht daraus, was er wollt, die anderen müssen. Also die anderen müssen ja davon leben, ARD, ZDF und so weiter, die müssen davon leben, deswegen machen wir das. Es gibt keine Lügenpresse, ja. Da ich nicht lügen will, verkaufe ich euch auch nichts und ihr merkt schon, ich bin frei. Bin Freiredner, freier Mensch, ich liebe die Freiheit und würde mich natürlich freuen, wenn Menschen Lust und Laune hätten, diese Freiheit auch zu genießen, mit dieser Freiheit zu arbeiten und auch etwas Politisches zu bewegen, in gar keiner Richtung, sondern so wie wir sind. Ja, 7,4 Milliarden Chancen. 7,4 Milliarden Chancen hätten wir, wenn wir uns wirklich mal auf uns konzentrieren würden, wie wir sind. Ja, die Farbe ist doch egal. Und wo ich herkomme, ist auch egal. Ich spreche Deutsch, ist richtig. Wenn ich ehrlich bin, zum ersten Mal, es geht aber nicht anders. Wenn ich jetzt in Englisch, Französisch sprechen würde, ja, würde ich natürlich eine Menge ansprechen, auch die Amerikaner ansprechen. Aber hallo, wir sind Deutsch. Also ich spreche Deutsch, weil wir Deutsch sind. Und ich habe auch keine Probleme hier. Ich wohne zu 99% in internationalem Haus. Wie das aussieht, kann man sich vorstellen. Was hier so abgeht, könnt ihr euch auch vorstellen. Es war hier mal 100% Haus Deutsch. Ja, die ganze Gegend hier war deutsch. Überall waren deutsche Geschäfte etc. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt hier Anatolien. Da haben wir. Wir haben schwere Kriminalität. Wir haben No Errors. Hier vorne um die Ecke haben wir No Errors. Also
sollte keiner mal eben hingehen, würde ich ihm nicht so, weil die Polizei. So, ab und zu, wenn wir doch knallharte Kriminalität haben, ne? Ich mache jetzt noch ein Milchmädchen hier, ne? Ja, aber knallharte haben wir. Kann ich zeigen oder könnte ich zeigen, den Bericht. Wenn ihr auf meine Website geht oder wenn ihr auf die Website geht oder wenn ihr bei Facebook unter Sondersender. Denn das ist neu heute. Ich stelle mich, wie gesagt, vor, das ist die erste Kampagne, die ich jetzt loslege als freier Politiker, als Freigeist, parteilos. Vielleicht gehe ich mal in einer Partei. Ich meine, ich war ja genug drin. Ich bin jetzt wieder raus. Die Linke, ich habe mit Herrn Gysi sehr oft geschrieben, mit Hannelore Kraft sehr oft geschrieben, aber das ist alles so schwammig. Das ist alles nicht das. Das sind nicht die Antworten, die ich hören möchte. Ich möchte die Antworten hören. Hör mal, haben wir? Wir tun was dagegen. Wir können nichts tun, weil uns was fehlt. Nee, so eine Antwort kriegt man ja nicht. Politiker erzählen ja viel, aber haben am Ende nichts gesagt. Ja. So, dass ich jetzt Tempo mache, ist, um den Videoclip nicht in die Länge zu ziehen, um euch aber aufhorchen zu lassen. Da ist jemand, der könnte, dem könnte man vielleicht helfen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr Lust hättet, mir zu helfen. Viele wissen ja, wer ich jetzt bin und ich muss mich nicht mehr erklären. Aber wer Movie googelt, nimmt den Google Sondersender, AWA Movie, Film, Fotoproduktion etc. Geht einfach rein, Sondersender, Ultra HD, WebTV, Astra 19,2, UPROM TV, Dubis TV. Ja, wenn man halt Unternehmer ist und ein Unternehmen hat und mit Leuten arbeitet und sehr vielen Menschen versucht zu helfen, nur mit Hilfe ist so eine Sache. Also einer Person, einer Familie geholfen, 6 Jahre. Weil die waren wirklich in Pressur, die hatten einen Aggressor, wow, 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 das ist Erdogan in der Türkei, ein Engel gegen. Es gibt Aggressoren aus der Türkei, wenn die hier in Deutschland sind und der Meinung sind, sie haben ja mehr Rechte, weil sie Türke sind, dann haut das schon manchmal rein. Und das war so ein Fall, ich mag alle, wie gesagt, 7,4 Milliarden Menschen, alle bunten, ist egal, ich kriege Anrufe aus, wo war das, Sri Lanka, keine Ahnung, warum die mich angerufen. Ich hatte den DJ Valdez aus Malaysia da. Ja, ich hatte, also wie gesagt, aus den Philippinen, ja. Ich habe vorgestern noch einer Philippinin geholfen, die jetzt in den Urlaub geflogen. Es wird mir natürlich viel angetragen, aus Sicherheitsgründen und Datenschutz sage ich nichts. Aber ich könnte dann, und dadurch mache ich jetzt diesen Videoclip. Jeder, der wirklich Lust und Laune hat, etwas zu sagen, kann mitmachen. Ihr wisst, wo ich zu finden bin. Ihr wisst, dass ich ehrlich bin. Ihr wisst, dass ich die Freiheit mag. Ich mag die Freiheit. Ich mag das Ganze hier, diesen World Wide Web User Facebook Quatsch. Bin jetzt hier und unterhalte mich mit einigen aus dem SGB II Bereich und online. Wenn ich das so betrachte, bekomme ich sehr viele oder ich habe sehr viele Kontakte, aber leider in Österreich, ja. In Österreich. Vielleicht werde ich jetzt, genau, vielleicht gehe ich nach Österreich. Ich liebe dann Österreich. Versteht ihr, mache ich den Bart auch anders. Seht ihr, wir driften immer ab. Ja, wir driften immer ab in den Österreicher. Wir driften immer ab in 33. Wir driften immer ab in Braun. Ich habe auch Braun an, richtig. Oh, ich hätte hell. Oh, ja, genau, Braun. Braun ist auch meine Haselnuss. Ja, meine Güte. Wisst ihr, ihr seht, die Merkel neben Herrn Trump sitzen. Und dann ging das ja auch rund, shake hands. Ja, shake hands, kein Bock gehabt. Und das Gesicht. Und ihr regt euch dauernd auf über Herrn Trump. Wisst ihr, worauf was alles los war? Wisst ihr, was Herr Nixon vorgemacht hat? Also Herr Nixon hat eine Menge gemacht. Ja, Herr Roosevelt hat eine Menge Bockmist gemacht. Der Herr Reagan. Ja, der Herr Reagan gehörte zur Filmmafia. Und die Filmmafia hat sich kaputt gelassen zu einem Präsidenten da im Weißen Haus halten. Also, naja, der Kapitalismus, der Turbokapitalismus, da jetzt gegensprechen, wenn man Zeit, also wenn man 55 Jahre plus ist, wenn man über 55 Jahre plus ist, die Geschichte gesehen hat, sich mit der Geschichte befasst hat, gelesen, viel gelesen, vor allen Dingen zwischen den Zeilen gelesen und dann festgestellt, oh, das war so, das ist so. Aber springen wir doch einfach mal zurück ins Bürgerliche. Was hat denn der Bürger gehabt, ja? Wie die Zeit stillstand, der Tag 0 nach D-Day, nach 45, nach 49. Ja, da kam es doch. So, warum gehen wir denn nicht da zurück? Warum stellen wir die Uhr denn nicht jetzt wieder auf 0 und sagen EU? Irgendwie stimmt da was nicht. Die EU, aus dieser
Genau, aus dieser EU wächst ja, das muss ich in die andere Seite, braunes. Das ist links, das ist rechts, war schon richtig. Ne? Braunes, linkes, in der Mitte, da schaukeln wir uns, ne? Da schaukelt sich die Frau Merkel und lacht sich einen weg. Sie ist halt gerne Politikerin und ich glaube, die sind alle gerne Politiker und Frau Kraft auch. Da wir jetzt ein Wahljahr haben, ich stelle mich nicht zur Wahl dieses Jahr, um Gottes Willen, möchte mich aber öffentlich darstellen. Ich möchte mich öffentlich darstellen, bin jetzt kein Selbstdarsteller, ist nur mal mein Beruf, mit der Kamera zu arbeiten. Und ich möchte einfach mal meinen Beruf nehmen, aus meinem Beruf vielleicht ein Hobby machen, ja, Hobbypolitiker, oder halt weiterhin meinen Beruf und das Politische mitnehmen. Ja. Gut, ich kann jetzt, wie gesagt, ich bin ein Macher. Ich rede nicht lange, ich fackel nicht lange. Ich habe gesagt, ich werde jetzt Politiker, also mache ich die Kamera an und ich werde jetzt Politiker und ich ziehe es jetzt durch. Ja, machen, nicht labern, machen. Aufstehen, machen, dass es natürlich ein Echo gibt. Dass aus diesem Echo was erwirkt, etc., dass man irgendwie sich recht schafft. Klar, das Negative kommt sofort. Ich sende positiv und kriege negativ. Sende ich negativ, ihr wisst schon, dicke Titten und Tattoos und sehe bescheuert aus und mache nur totalen Mist, kommt Positives, natürlich aber Schwachsinn. Ja, also wenn ich mir jetzt rauf und runter hier, ich bin auf die 50er Seite, 50, ja und da hat jemand gesagt, sollten wir ab 50 plus aufhören mit Anstand, sollten wir uns benehmen wie die, ja, da kommt so ein, also du bist 50, 55 plus und was machst du, wenn du einen Dreier angeboten bekommst? Tja, und schon geht's los. Ich meine, das sind Themen, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, Dreier und schon geht's los und brr, anstatt aber mal wirklich, so wie ich jetzt wirklich versuche, ich habe 10 Jahre wirklich mehr, also fast schon 20 Jahre, also ich habe aber 10 Jahre jetzt ziemlich intensiv und 6 Jahre davon sehr intensiv. Also 20 Jahre habe ich mir das alles angeguckt, hier die Stadt Essen. Ich war auch bei Ruhr GmbH, Kulturhauptstadt 2010. Und wie gesagt, die Beiträge, die hier so ablaufen, mir bei Facebook, muss ich schon anfangen zu schmunzeln. Und die ganzen Fake News und ja, jetzt ist angeblich Mr. Bean gestorben, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Dann wisst ihr auch, wann ich hier online war. So, wenn ich mir hier die Frauen so anschaue, ich meine, solche Frauen habe ich mein ganzes Leben nicht neben mir gehabt oder zu Gesicht bekommen. Ich hätte mich natürlich schon bemüht, so eine Frau zu bekommen, wenn man sich die hier anschaut, wenn ihr versteht, was ich meine. Wer hätte nicht gern so eine Frau neben sich oder mit dieser Frau zu arbeiten oder sonstige Sachen zu machen. Okay, wir müssen mal raus aus diesem Negativen, daraus positiv machen, das ist alles richtig. Wir müssen jetzt mal wirklich zum Kern kommen. So, Kernkompetenz hier in der Stadt Essen ist das Rathaus. Das, was aus diesem Rathaus herausströmt, in die Stadt strömt. Dann die ganzen Strömungen von außen, um diese Stadt einzunehmen, umzugestalten. Wir als Bürger, die hier leben, Bürger, wir sind Bürger. Wir sind Bürger. Nur, wer hier ist, sollte Deutsch sprechen. Das ist das Einzige, damit wir uns auch verstehen. Ich kann jetzt hier nicht die bunte Sprache, hier im Haus ist die bunte Sprache, von Marokkanisch bis Afghanisch, Arabisch, Türkisch und ich spreche jetzt hier Deutsch. So, das geht natürlich nicht. Wir sollten eine Sprache haben, wir sollten eine Ausrichtung haben, früher sprach man von Nationalitäten. Ja gut, wenn die Nationalität bedeutet, dass man braun ist, dann muss das weg. Dann müssen wir eine andere Nationalität finden, dann müssen wir einen Bürger finden, einen deutschsprachigen Bürger auf deutschsprachigem Raum in einem deutschsprachigen Raum. Wir sind 16 Bundesländer, wir hier sind die Optionskommune, die Stadt Essen ist die Kulturhauptstadt, die ist jetzt die grüne Hauptstadt, ja, ist frei. So, die Bayern sind ein Freistaat, ja, sie sind Freistaat. Also ich sollte da vorne eine Mauer hin, dann können sie Österreich werden. Spaß. Aber ist so. So, ich habe mit sehr vielen zu tun, Herr Söder, schaue ich mir an, ich sehe mir alles an, ja. Freies Internet, das wäre schön, freies Internet, dafür würde ich jetzt plädieren, ich würde vieles machen. Also, wenn hinter uns das DVB-T2 kommt, ja, das DVB-T2 ist totale Abzocke, da geht kein Weg dran vorbei. Ja, ich sehe gerade, was da hinten steht. Ich zeige euch mal eine andere Sache.
finde es toll. Was man so mit dieser modernen Technik alles machen kann. So, ihr seht, an sich haben viele Jugendliche recht. Pff, Fernsehen. Pff, macht selber Fernsehen. Seht ihr ja, ich mache jetzt selber Fernsehen. Ja, genau, ich mache jetzt selber Fernsehen. Und 1, 2, 3 gucken zu, finde ich toll. Die Sache ist nur die, man muss die Zeit einhalten, man muss den Schnitt machen, man muss das alles in Szene setzen, man muss einen richtig guten Dialog, Monolog, Prolog auf den Weg bringen. Auch als Politiker sollte man seiner Schiene treu sein und ich fahre meine Schiene und ich werde meiner politischen Einrichtung Adenauer 2.0 auch jetzt starten. Ich stehe zu Adenauer, ich stehe zur Adenauer Zeit, ich stehe zu Dutschke 60er, die Bewegung, ich stehe zu 69, zu 79, ich stehe dafür aufhören. Ja, no Krieg. Ich habe versucht, den ersten Weltfrieden, ja, den ersten Weltfrieden, versteht ihr, Frieden auf dem ganzen Planeten? Geht nicht, wollen die Leute nicht. Ich habe auch sehr viel diskutiert mit sehr vielen Kunden, die gesagt haben, nee, komm, lass mal, ich will keinen Frieden. War hochgradig interessant, dass die keinen Frieden haben wollten. Was wäre, wenn ich jetzt einen anzetteln würde? Was wäre, wenn ich jetzt einen anzetteln würde, den ersten globalen Weltfrieden? Wir würden es alle verstehen, wir hätten ja alle Lust. Wir würden miteinander kommunizieren. Jeder hätte die Freiheit, tun und lassen zu können, was er möchte, ohne einen anderen da in seinem Tun und Lassen und in seiner Freiheit zu stören. Alle würden mitmachen, Friede, Freude, Eierkuchen, und wir würden vielleicht uns nach oben bewegen. Vielleicht würden wir auch, jetzt komme ich mal auf die spaßige Seite, Mach 1 erfinden oder Warp-Geschwindigkeit, und dann kämen dann die Vulkanier, also die ersten Ausländer, die ersten Aliens. Okay, ihr merkt schon, wenn man so das Facebook vor seiner Nase hat und auch mit der allerneuesten Technik rumspielt, dann driftet man ein bisschen ab, weil man wird schon abgelenkt durch Braun, Gelb, Grün, durch die Linken, ja, sie reden viel, passiert nichts. Wenn ich will jetzt Politiker werden, auch real, ich werde jetzt 5 Jahre mich ernsthaft bemühen und in 5 Jahren mich selbst aufstellen, möchte aber frei bleiben, freier Politiker, mal schauen, ich habe alle angeschrieben, ich habe Rathaus angeschrieben, ich habe hier diesen KH angeschrieben, ob ich eine Antwort bekomme, keine Ahnung. Ich lasse mich mal drauf ein, ich werde auch mit meinen Kunden sprechen, bin ja tagtäglich online, bin eine öffentliche, ja, jetzt hat man mich wieder abgelenkt, ich find Facebook toll. Hallo Armin, Bremen spielt gegen RB Leipzig, finde ich toll. Finde ich sowas von toll, ja, dass jetzt Bremen gegen RB Leipzig spielt. So, ich bin, aber ja, das was ich möchte, freie Politiker hier, freie Politiker, Politiker. Quatsch. Haben wir einen? Ne, da kommt direkt hin. Marketing. Ach du meine Güte. Dogen Simon ist doch kein freier Politiker. Ja, das meine ich, das ist Facebook. Ich sage freier Politiker, freier Politiker. Ah ja, Herr Holt zum Beispiel ist ein freier Politiker. Aber wenn ich versuche, mit Herrn Holt zu sprechen, wenn ich versuche, mit Herrn Holt zu sprechen, Sat.1 Richter, kommt direkt so eine, ja, unsere Kanzlerin, hallo, ich wollte mit ihm sprechen, ja, ich wollte wissen von Herrn Holt, freier Politiker, wie das so ist in Bayern. So, dann kommt direkt, ja, unsere Kanzlerin, nee, ich brauche keine Rechtsberatung, auch nicht von einem, der da in München, auch wenn er Richter ist und bei Sat.1 da seine Sendung macht. Wenn ich eine Rechtsberatung brauche, suche ich mir einen Anwalt und hoffe, der ist okay. Meistens sind sie nicht okay. Da bin ich aber auch, meine lieben Freunde, es gibt keinen Rechtsanwaltszwang in Deutschland. Verstößt gegen eine Charta. Es ist auch nicht erlaubt. Ja? Ihr wisst alle Bescheid, dass unser Recht nicht rechtens ist. Wahlrecht ist nicht richtig, 56. Richtig. Richter unterschreiben nicht, sind aber verpflichtet, BGH-Urteil. Die Politiker sind sogar nach Urteil verpflichtet, es auf den Weg zu bringen, dass das Parteienlandschaftliche sich endlich mal ins Rechtliche begibt und nicht Unrecht ist. Jegliche Wahl ist Unrecht, jegliche Wahl bleibt Unrecht. Jeder, der irgendwie versucht, Politiker zu werden, sollte studiert haben, sollte Rechtsanwalt sein oder anders wie denjenigen, welchen, mit denen er spricht, abzuzocken. So, wir haben Abzockpolitik, wir haben Abzockerfernsehen, wir haben nur noch Abzockerleben. Ja? Also ich soll nur noch geben, geben, geben. Gut, ich bin Arbeitgeber, also gebe ich. Ich
kenne mich da aus. Ja, ich kriege nichts. Ja, ich muss da wirklich betteln, dass ich was kriege. Und ich wette mit euch, ich kriege nichts. So, ich ziehe das gnadenlos durch. Ich mache diesen Videoclip fertig. Ihr könnt ihn sehen, ihr habt ihn gesehen. Wie gesagt, 1, 2, 3 ist wunderbar. Ich stehe voll zur Verfügung, wer Lust und Laune hat und diesen Videoclip gesehen hat, wer mich auf der öffentlichen Straße, öffentlich bei uns im Laden, also wer mich öffentlich trifft, ich bin eine öffentliche Person, kann sich mit mir unterhalten und wer Lust und Laune hat, macht mit. Ja, es werden natürlich weiterhin Film, Fotos, alles, es bleibt alles. Ja, Medienhaus, Copyhaus, alles bleibt, das ist ein Unternehmen, aber ich persönlich bin politisch unterwegs. Ich bin Politiker und habe nichts, gar nichts mit irgendwelchen politischen Landschaften zu tun. Weder irgendwie angehaucht die Partei, die ist ja so lustig, keine Ahnung, warum er das überhaupt ins Leben gerufen hat, oder die Piraten, keine Ahnung, AfD, FDP, ihr kennt sie alle, ich zähle sie jetzt nicht auf, und die ganz schweren lassen wir mal zur Seite. Vielleicht, ja, vielleicht machen wir mal eine bürgerliche Partei auf. Ja, warum denn nicht? Wer hat denn Lust? Komm, machen wir eine bürgerliche Partei auf. Bürgerrecht. Erst Freiheit. Und dann das Recht in der Einigkeit. Freiheit, Einigkeit, Recht. Oder Freiheit, Recht, Einigkeit. Versteht ihr? Erst das Freisein, das Freisein, das Freisprechen, das freie Zuhören. Und zu sagen, hör mal, das gefiel mir. Ich mach mit, hast du Interesse? Nee, okay, mach ich selber. So, wir alle wissen, dass wir uns streiten dürfen, dass wir das Recht dazu haben, uns zu streiten. Aber keiner sagt immer Freiheit. Und deswegen sage ich Freiheit, Recht, Einigkeit. Lasst uns einig sein, frei zu sein. Ja, und Spaß zu haben. Und miteinander irgendwas aufbauen, was Neues aufbauen. Meine lieben Freunde, die Industrie 4.0 kommt. Das hier kommt alles, ja. Das selber Fernsehen machen, ich muss mich selber, ich bin jetzt 55 plus, ich muss mich selbst dran gewöhnen. Ich muss mich dran gewöhnen, mein eigenes Fernsehen zu machen. Ja, ich muss... Geht gar nicht anders. Weil wenn ich mich dem DVB-T2 unterwerfe und 70 Euro mein ganzes Leben zahlen soll, ja, ist ja schön und gut, dass das angeblich 5,75 Euro im Monat kosten möge. Tut's aber nicht. Es wird ja nicht 5,75 Euro im Monat abgezogen. Nein, auf einen Schlag. Bumm. So, ich habe 150 Euro ausgegeben. Wie, wie gesagt, ein bisschen Impressur. Weil ich werde gleich DVB-T2 installieren. Nicht bei mir, ich brauche es nicht. Ich habe ja hier alles, seht ihr ja, ich brauche das ganze Gedöne nicht, bin 55 plus, mir ist das so Latte, was hier abgeht, macht doch was ihr wollt. Ich biete euch das nur an, dass wir miteinander wirklich nähren und könnten, dass wir miteinander Spaß haben könnten. Ich habe sehr viel Spaß mit Klaus W. Schafe, der halt auch sich so im SGB-II-Modus engagiert, aber in Schwellen, das ist kurz vor Polen, das ist ein reichlich, ich habe versucht mal einzuladen, aber viel zu weit weg, das sind fast 1800 Kilometer. Jetzt, ich muss mich hier dieser Stadt stellen, dieser Stadt Essen stellen, ich muss, ja, ich habe das Soziale kennengelernt, ich sehe, wie die Stadt die Bürger runterzieht. Wer von euch weiß, dass wir 1 Million feste Bürger haben? 1 Million feste Bürger im SGB-II-Modus. Die heißen schon, die haben so einen Spitznamen da, der Ursprung. Ja, diese 1 Million feste SGB-II-Bürger ist der Ursprung von Agenda 2010. Mhm. Liebevoll so genannt. Ja, der Ursprung. Ja. Ohne die gäbe es gar kein SGB-II. So heißt das mittlerweile. Weil wir 1 Million haben. Wir haben 1 Million, die wir nicht unterbekommen. Die keine Arbeit kriegen, ja, aus welchem Grund auch immer. Die heißen der Kern, ja, das sind die, die Kern, deswegen haben wir SGB-II. Und wenn man wirklich ehrlich ist, wenn jetzt jeder wirklich ehrlich ist, wir leben in einer Zeit, wo es uns verdammt gut geht. Geiz ist geil, Selfies, die Jugend ist frei, naja, frei allein zu sein. Die Grüppchen, meistens sind es keine, wie die Bürgerwehr hier in der Stadt Essen, die heute vor einer Woche gegründet wurde, ist klar, die hatten, glaube ich, die Faxen dick, dass das Einkaufscenter am Nimmeckerplatz da von Terroristen angeblich, wortwörtlich angeblich, weil ja auch angeblich in Oberhausen Zentrum ging alles weiter. Nur die
hunderter Mannschaft der Polizei rauschte da rein, machte und schaute, aber das ging weiter. Die konnten alle weiter arbeiten, konnten alle weiter ihre Geschäfte nachgehen, nur am Limbecker Platz nicht. Und das Unperfekthaus ist ja genau gegenüber vom Limbecker Platz, hat natürlich dann sofort die Bürgerwehr gegründet. Und ihr habt es gerade gesehen, man war abends dann direkt auf der Straße und hat da Gas gegeben. Ja, vielleicht helft ihr mir, ich helfe euch. Denkt dran, also bei mir steht erst Freiheit, dann Recht, Einigkeit, weil ich möchte frei sein, einig sein mit euch im Recht. Irgendwas muss sich bewegen. Wenn zum Beispiel hier eine Hochburg von Kriminalen sind, ja, kriminelle Hochburg, dann brauche ich doch da die beste Polizeistation, oder nicht? Ja? Zum Beispiel. Ja? Oder ja, ich ordere da nicht die Hundertschaft aus Bochum oder aus Köln an, sondern ich habe sie direkt vor der Nase. Ja, direkt vor der Nase. Ja, das wäre es doch. Wenn ich also weiß, okay, jetzt kann die Bruderschaft des Bösen natürlich weiterziehen, wenn so ein Gebäude da, ist klar, aber irgendwie könnte man sich auch reinfallen lassen. Dann würde ich Container oder so, ja, wandelbare Container. Ja, wenn das Böse sich verzieht, dann kommt das Gute hinterher. Ja, zum Beispiel. Ja, Ausländerpolitik. Wir sind alle Ausländer. Ich brauche nur 75 Kilometer fahren, bin ich in Venlo, bin ich Ausländer. Also ist totaler Quatsch. Also hier im Haus bin ich auch Ausländer, bin Deutscher. Ja, ist so. Ja, ich verstehe ja kein Wort. Ich verstehe ja kein Wort mit den Leuten. Die Leute verstehen mich aber, ja. Aber ich verstehe die nicht. Ja, um das mal gesagt zu haben. Also, freier Politiker, ihr seid der Medienkanzler. Online, ich werde jetzt auch real, ihr kennt meinen Namen, AWH, und ihr kennt das Geschäft, ihr seid total recht herzlich eingeladen, es gibt nichts Braunes, es gibt nichts Gelbes, es gibt nichts Rotes, Freiheit. Freiheit, 7,4 Milliarden Menschen, internationale Menschen, frei sein. Also Parole, frei sein, im Recht einig sein, irgendwas zu bewegen. Irgendwas zu bewegen, aber für alle. Vor allen Dingen für die, die nichts haben. Vor allen Dingen die in Not geraten, ja. Weil derjenige, welche, so wie ich jetzt, ich habe diese Not gelindert, ich habe wirklich geholfen, wo ich nur konnte, bin nachher dann am Ende durch den Richter fast beleidigt worden, weil ich ja der Dumme war, weil ich geholfen habe. Weil wir nun mal so sind. Also wenn ich jetzt ein fremdes Handy nehme, ich nehme jetzt einen fremden Gegenstand, versuche damit eine Gefahr abzuwehren, bin ich gezwungen, diesen fremden Gegenstand zu bezahlen. Das heißt also, ist der Gegenstand so teuer, den ich gegriffen habe, um eine Gefahr abzuwenden, habe ich mein ganzes Leben Freude daran, das zu bezahlen. Und deswegen, das sollte auch jeder mal drüber nachdenken, deswegen haben wir gar nicht mehr so viel Hilfe, weil viele sind ja schlau geworden, sie haben geholfen und danach haben sie die Rechnung bekommen. Ja? Jeder kriegt eine Rechnung, alles wird berechnet. Ja? Und wir müssen aber sagen, stopp mal, ich bin erstmal frei. Ja? Zweitens habe ich das Recht und die Einigkeit. Ich habe das Einigkeitsrecht. Okay, wird geregelt, irgendwie kriegen wir es hin. Aber irgendwie muss der Staatenrechtsschutz zurückkommen. Dieser Staat ist ein bunter Staat. Ist aus 16 Bundesländern ist daraus was geworden. So, wir sind ein Staat mit verschiedenen Ländern, die jetzt im Moment wählen. Ja? Saarland wählt, die Heute Show erklärt euch alles. Ihr müsst mal richtig gut zuhören. Dann wählt hier im Mai NRW. Und dann geht es so weiter und im September ist das Ganze dran. Ja? Ja, so, wir sind also dieses Jahr kräftig mal wieder am Wählen. So, in 5 Jahren möchte ich selbst gewählt werden, aber wie gesagt, als freier Politiker in Einigkeit und Recht. Und keine bunte, keine braune, keine gelbe, keine rote, sondern Freiheit. Freiheit im Recht der Einigkeit. Hintenrum. Erst kommt die Freiheit, dann kommt das Recht und dann sind wir uns einig. Mal schauen, also ihr wisst alle, also wir brauchen nicht drüber reden, wir brauchen keine Aluhütchen, die Aliens sind noch nicht da, irgendwelche Bürger da aus dem Reich, keine Ahnung, wo die herkommen, alles schön und gut, das ist jetzt. Und dieses Jetzt möchte ich gern verändern, erst frei sein, Einigkeit und Recht. So, jetzt kümmere ich mich wieder um Klaus wie Schafe, ich kümmere mich wieder um Facebook. Gleich installiere ich DVB-T, mache jemand eine Freude, weil gewisse Jugendliche haben ja nicht so viel Geld. Und somit müssen dann halt solche Gönner, wie ich es jetzt bin, gönnerhaft um die Ecke kommen
und gönnerhaft demjenigen, welchen zum Geburtstag 15 Jahre des Lebens ein DVB-T 2 da hinten hinpacken. Ja, so wie ich das jetzt hier wieder drauf drücke, mache mein eigenes Fernsehen. Ich habe meinen Spaß und an dem Spaß möchte ich euch dran beteiligen. Wer Lust und Laune hat, kann also mitmachen und bekommt dann, wie gesagt, auch diesen Spaß. Weiterhin bleibt alles. Nochmal zum Schluss, Medienhaus, Copyhaus, alles bleibt. Für Filmpool TV, für komparsen.de und für diverse Serien. Ab dem 20.03. geht es richtig rund und dann wollen wir mal schauen, in 5 Jahren, ob wir da nicht auf offener Bühne da mal Auge in Auge miteinander reden und nicht hier virtuell über Industrie 4.0, über Google TV und so weiter und so fort. Recht habt ihr. An sich könnte man Fernsehen abschalten. Wir könnten jetzt, ja, ich als Politiker würde sagen, freies WLAN. Freies WLAN für alle und ihr entscheidet euch, in welcher Geschwindigkeit, das zahlt ihr dann. Also Grundrecht des freien WLANs, da könnt ihr Fernsehen gucken, euch unterhalten, selber Filme machen. Und dann müsst ihr euch halt dann, und ihr müsst euch dann entscheiden, in welcher Qualität, und dafür müsst ihr dann bezahlen. Aber alles im Rahmen. Aber ihr seid frei. Ihr seid frei in der Entscheidung. Ihr seid frei in der Entscheidung, dieses gesehen zu haben. Ihr seid frei in der Entscheidung. Ihr seid frei. Entscheidet. Schreibt da drunter, was ihr wollt. Ist ja euer. Ist ja euer Leben. Ja, ich bin 55 plus. Dann ist mir sowas von Latte. Es ist mir egal. Ja, in 10 Jahren schreie ich, ich bin 65 plus. Meine lieben Freunde, das Leben geht weiter, so oder so. Denkt dran, Freiheit ist wichtig. Einigkeit und Recht kommt danach. Erst frei sein. Überlegen, sollen wir nicht? Wir haben hier keine Schätze, wir haben keine Bodenschätze, wir haben gar nichts. Wir haben keine Freigeister. Ich habe gerade noch hier gesehen, wie die Lektoren, Autoren, wie sie geschrieben haben, dass ihnen da auch, dass die Raubkopierer und so weiter. Hier wird nur geklagt. Nur geklagt. Bei Facebook ist eine große Klagemauer. Hier wird nur geklagt. Hier wird nur gesprochen. Denkt dran. Frei sein. Frei sein. Nicht mehr. Hm? Was die Jugend macht, ist ihre Sache. Die Jugend klebt an dem Teil hier. Die Jugend klebt an diesem Teil. Ich finde das Teil auch geil, aber ich mache es so selten auf, dass ich den Affen da drin, der da Baseball spielt, nicht immer sehe, aber ich weiß, dass er da ist. Und der klaut mir reichlich Energie. Also das heißt, ich muss das Ding immer sehr lange auf... Ah ne, ich habe euch jetzt hier das da hinten gezeigt. Ich zeige euch mal eben den Affen. So, ich muss ja erstmal aus dem Modus raus hier. So, da ist er. Da ist der Affe, der da Baseball spielt. Ihr seht, mit so einem kleinen Teil kann man vieles machen, aber unter uns. Habe ich jetzt Lust drauf, auf diesem Teil jetzt fern zu gucken? Das Ding dahin macht Spaß. Glaubt es mir, das Ding da hinten macht Spaß, fern zu gucken. Ja? Da neben der Kamera ist 21, ja? Ist 125 Zoll. Neben der Kamera. 125 Zoll. Könnt ihr mal selbst ausrechnen. 3,30 Meter mal 3 Meter Diagonale. So will ich Fernsehen gucken. Ja? Jedenfalls ich. Und ich liebe ja auch die Freiheit. Ich bedanke mich wirklich jetzt total und recht herzlich, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, die hier zugeguckt zu haben. Ja, Politiker labern nun mal, ich bin auch einer, ich habe jetzt gelabert, ich bin ab sofort, ich laber nicht, ich habe gesagt, ich werde jetzt Politiker, ich habe sofort das Video gemacht, ich habe die Website gemacht, ich habe auch große Sachen gemacht, die Kunden wissen Bescheid, ja, machen, aufstehen und machen und nicht quatschen. Also seid vorsichtig mit eurer Stimme, seid vorsichtig SPD zu wählen, seid vorsichtig. Tut es euch selbst nicht an. Denkt an euch. Ja, denkt an euch. Ihr könnt doch wählen, was ihr wollt. Aber ihr tut euch da nichts Gutes. So müsst ihr mal das Ganze sehen. Sobald ihr Politik seht, muss diese Politik euch gefallen. Wenn sie euch gefällt, kommt ihr klar damit. Ja? Und aber nicht einfach so, ihr müsst schon drüber nachdenken, ob ihr selber in Gefahr geratet durch diese Politik, die ihr da wählt. Ja, ich brauche jetzt nicht alle aufzählen, ja. Einige bestehen ja auf diese 3 Buchstaben. Mir tut nur Herr Lucke leid, der hat das Ding erfunden, ich habe mit ihm gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht, muss ich gleich mal nachgucken. Aber egal. So, ich sage zu euch, ihr Google-Indianer, ihr könnt ja alles googeln, ne? Ihr Facebook-Indianer, ihr könnt ja bei Facebook rein oder raus. Ihr YouTuber, ja, ihr könnt selber Filme machen,
Ich glaube, das Ding war lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich, aber so ist es nun mal. Ich bin heute Politiker. Ich will raus, ich will die Freiheit, ich will wieder die Adenauer-Ära. Die Adenauer-Ära. Ja, absetzt sie hoch. Stimmt, ja. EU 0. Wieder von vorne anfangen. Ja, von vorne anfangen. Gut, ich hab mich falsch gewählt hier. Ich war braun. Meine lieben Freunde, man trägt braun. Man ist aber nicht braun. Okay?